Herzlich willkommen bei Inga in Love with Life. Heute geht es schon wieder um diese 2,5 hartnäckigen Kilos, aber dieses Mal mit einer unerwarteten, etwas drastischen Wendung bzw. einer neuen Erkenntnis, die ich euch nicht vorenthalten möchte, sondern mit der ich euch ermutigen möchte, immer eurem Gefühl, eurer inneren Stimme nachzugehen, auch wenn es augenscheinlich unglaubwürdig, lächerlich oder wie jetzt in meinem Fall als Luxusproblem abgestempelt wird, so quasi von jemand, der sonst keine Sorgen hat. Und am besten schaut ihr, also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, die Vorgeschichte dazu zusammengefasst in meinem Video 2,5 hartnäckige Kilos loswerden. Aber wenn ihr dazu keine Lust habt, sage ich euch jetzt nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung. Also, was bisher geschah. Ich habe diesen Sommer aus unerklärlichen Gründen in kürzester Zeit 2,5 Kilo zugenommen. Bei normalerweise 56 Kilos, deutlich spürbar und auch sichtbar. Und es lag definitiv nicht am mehr Essen und meine Notfallprogramme für derartige Fälle, so wie Rohkost oder Basentage oder ähnliches, die sonst immer wirken, auch zusammengefasst in dem Video entspannt mit Ende 50 Gewicht halten, haben zum ersten Mal nicht geholfen. Ich erweiterte daher die Maßnahmen in alle Richtungen, um das zusätzliche Gewicht wieder runterzubekommen, Entgiftungstees, Lymphdrainage, Darmbakterien und vieles mehr. Und nach 3 Wochen hatte ich sie dann tatsächlich endlich mühsam und mit vereinten Kräften wieder abgenommen. Aber 2 bis 3 Wochen später waren sie wieder da. 2,5 bis 3 Kilos. Einfach so. Und ohne an meinem Essverhalten oder an meinem Lebensrhythmus nur das Kleinste zu ändern. Nee, eher war ich darauf bedacht, sie mir vom Leib zu halten. Und wieder verstärkt das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Daraufhin habe ich einen Arzttermin vereinbart, was relativ schwierig war, denn auf die Frage, warum ich einen Termin benötige, unerklärliche Gewichtszunahme zu antworten und auch auf die nächste Frage, ja, ich bewege mich immer noch im Idealbereich, reichte nicht aus, um zeitnah einen Termin zu bekommen und daher ist inzwischen auch schon November. Der Blick meiner Ärztin sprach dann auch für sich. Unausgesprochen, aber sonst haben sie keine Sorgen, oder? Und wenn ich nicht vielleicht genügend Selbstbewusstsein und Hartnäckigkeit bewiesen hätte, wäre ich wahrscheinlich auch unverrichteter Dinge wieder nach Hause gegangen. Es folgte eine Blutuntersuchung und 2 Wochen später ein Anruf und eine wirklich unerfreuliche und unerwartete Diagnose. Das Telefonat hat keine 2 Minuten gedauert und erwischte mich in Italien von einem Aperol-Spritz und einer Pizza, als meine Ärztin sagte, sie haben Insulinresistenz. Deswegen haben sie auch zugenommen, ist aber nicht so schlimm, ist noch im frühen Stadium. Sie sollten nur ab sofort kein Brot, keine Nudeln, keine Kartoffeln, kein Reis, kein Obst, absolut kein Alkohol, kein Kuchen, keine Süßigkeiten, keinen Zucker und natürlich selbstredend keine Chips und Co. essen. Meine Gegenfrage, was soll ich denn dann essen? Gemüse, Nüsse und Beeren. Dazu die Tabletten, die ich Ihnen verschreibe und wir sehen uns in 3 Monaten wieder. Uff. Also, ich muss schon sagen, ich war echt betroffen und fertig, denn mit so einer Diagnose hatte ich nie und nimmer gerechnet. Auf den Schreck habe ich dann erstmal mein Aperol geäxt. Die wesentlichen Ursachen von Insulinresistenz sind schlechte Ernährung, Bewegungsmangel, Rauchen, Stress, Übergewicht oder genetische Veranlagung. Und rein gar nichts trifft auf mich davon zu. Ich achte sehr auf gesunde, vollwertige Ernährung. Gemüse und Salate bestimmen eigentlich meinen Speiseplan. Aber natürlich bin ich auch ein Genussmensch und esse 1 bis 2 Mal die Woche eine Pasta oder ein Aperol oder ein Glas Weißwein am Wochenende. Und auch mal ein Stück von meinen Kuchen. Ich liebe zu backen, Rezepte auszuprobieren und zu erfinden. Und meinen Kanal und meine Kochrezepte, jaul. Also ich war bedient. Aktuell aber in Italien konnte ich sowieso nichts ändern. Und ich glaube dort nach einem Vollkornbrot zu fragen,
oder ob anstelle von Tagliatelle zu der leckeren Steinpilzsoße Zucchini-Spaghetti serviert werden können, kann man sich sparen. Die würden die Deutschen dann völlig verrückt halten. Ich frage mich echt, was Menschen mit so einer Diagnose in Italien essen. Wieder zu Hause habe ich mich dann erstmal schlau gemacht, was ja schon traurig ist, dass YouTube und Google so oft ersetzen, was einem eigentlich der Arzt oder seine Ärztin erzählen müsste. Denn ich hatte keine Ahnung, was Insulinresistenz bedeutet. Ich erfuhr dann, dass in dem Fall ein Vielfaches der normalen Menge Insulin ausgeschüttet wird und es viel länger dauert, bis das Ganze wieder abgebaut wird. Und dieser hohe Insulinspiegel regt die Fettzellen vermehrt dazu an, Nährstoffe aufzunehmen und zu speichern. Normalerweise kehrt so ein Insulinspiegel nach einer kurzen Weile wieder auf seinen Niedrig-Nüchternwert zurück. Und das ist dann für die Fettzellen das Signal, sozusagen der Startschuss, und von Speicherung von Energie auf die Bereitstellung und Freisetzung von Energie umzuschalten. Und eben dieser Startschuss setzt aber bei Insulinresistenz viel später ein. Also sprich, die Balance zwischen Speicherung und dem anschließenden Freisetzen von Energie ist gestört und verschiebt sich, und wie kann es auch anders sein, zugunsten der Fettspeicherung, was bedeutet, man nimmt völlig unverschuldet an Gewicht zu, so wie es in meinem Fall war. Jetzt bin ich erstmal wieder am Recherchieren, wie ich eine insulinresistenzkonforme Ernährung umsetzen könnte, wie die aussehen soll, aber auch, was denn eventuell noch ein Auslöser dafür sein kann, um eventuell auch da anzusetzen, anstelle jetzt für den Rest meines Lebens diese ekligen Tabletten zu nehmen und diese spaßfreie Ernährung umzusetzen. Ich kann euch sagen, das kostet alles so viel Zeit. Aber welche Botschaft ich euch jedenfalls mit dem dritten Teil dieses Videos, das mit einer geringen, vermeintlich harmlosen Gewichtszunahme begann, vermitteln möchte, ist die folgende. Erstens soll es einmal mehr verdeutlichen, wie wichtig das ist, auf seinen Körper zu kennen und vor allem auf ihn zu hören. Und dass, wenn was nicht passt, irgendwie nicht stimmt, euch komisch vorkommt, nicht bagatellisieren, wozu wir Frauen, also ich, schon manchmal neige, zu viel los, zu viel zu tun, zu viel Arbeit, keine Zeit. Und wenn, dann mal lieber an einem freien Nachmittag endlich in die Stadt als zum Arzt ins Wartezimmer. Sondern man sollte weder den Aufwand scheuen, noch zu warten, bis irgendjemand nach einem schaut, schaut eh keiner, oder es eurem Arzt oder der Ärztin selbst auffällt, sondern ergreift die Initiative. Zweitens, das eine unerklärliche, also selbst ehrlich beantworten natürlich, Gewichtszunahme nicht pauschal abgetan werden kann oder sollte mit zu viel, zu falsch essen, zu wenig bewegen oder wie in meinem Fall eben älter zu werden und dies dann bis zu einem gewissen Grad akzeptieren zu müssen und halt nicht so eitel zu sein. Hinstehen, nicht abwimmeln lassen, meistens trügt ein doch echt das eigene Gefühl nicht. Also meine Ärztin hätte mich bei meinem Gewicht, kaum Bauchfett und einem Körperfettanteil von ca. 16% niemals auf Insulin oder Diabetes getestet. Wenn ich nicht so hartnäckig gewesen wäre, hätte sich das noch Jahre hingezogen und irgendwann wäre eine Typ-2-Diabetes diagnostiziert worden. Ich freue mich sehr, wenn ihr mich durch Likes und Abos unterstützt, wenn euch das Video gefallen hat natürlich. Und wenn ihr einen guten Rat oder Tipp zu dem Thema habt, super gerne in die Kommentare. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist immer noch nicht der letzte Teil von 2,5 Kilos. Tschüss und lasst euch nicht unterkriegen.